toll, wie wir klatschen können, oder? Dann richten wir uns kurz auf und sagen Hallo in einer neuen Folge für die Zocker. Hallo auch von mir. Hallo. Mein Name ist Michel. Auch von Michel. Ich bin Manu und wir spielen jetzt wieder weiter vom Hogwarts Das Legacy. Mit Minou von Douglas, der gerade noch von mir verdeckt wird, aber gleich seht ihr, wie schick er in echt aussieht. Und damit jetzt viel Spaß. Wir machen uns mal klein ins Eck hinein. Oh, wir haben nicht gesagt, wer ich bin. Ach, das wisst ihr schon. Ja, klar. Echt witzig. Ja, dann ist das nur von Manu die Folge. Das Michel. So willst du uns noch im Bild stehen haben? Das Michel. So riesig groß? Ist das okay so im Bild? Ja, du kannst uns auch kleiner merken. Von mir aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß es doch auch nicht, aber nicht so viel. Reicht. Warte. Ja. Oh, jetzt reicht es. Oh, oh, oh. Okay, dann machen wir noch einmal den... Mann und Rainer. Ja. Machen wir noch einmal den Synchronisationscheck. Seid ihr bereit? Jeppa. Sind wir. Drück. 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 Ja, so kann man es auch machen. Ja, dann fangen jetzt an zu spielen. Viel Spaß. Wir müssen ja warten, ob es synchron ist. Ach so, ist es synchron gewesen? Hüpf. Hüpf. Ja, komm, fang mal an. Okay. Sieht doch gut aus. Gut. So, da steht er, der Minou. Wir haben ihm ein wunderbares Jäckchen seit 100 Jahren angezogen. Und weißt du auch, wo wir sind? Wir sind in diesem sneaky Raum, in den wir reingegangen sind, durch Zufall, wo wir uns gefragt haben, ob da der Astrolehrer oder Lehrerin drinne wohnt. Weil das ist so ein schöner kleiner Raum. Und da haben wir gedacht, ob das der Sir Cadogan da hinten ist, aber bewegt sich zu wenig. Aber wir haben gedacht, er könnte es auch sein. Und dann haben wir uns gedacht... Wir sollten ihn auf jeden Fall noch finden im Schloss, ne? Genau. Okay, das ist und schon mal weißt gut. Du, was sonst letztes Mal passiert ist? Ich weiß noch, dass wir Tiere gerettet haben, indem wir sie in einem Sack eingesperrt haben. Oh ja, wir wollten noch mehr Tiere retten. Aber viel mehr weiß ich zugegebenermaßen nicht mehr. Nee. Wir sind ja auch nicht so regelmäßig. So, dass wir wenigstens ein Wort hören. Ja. Okay, haben wir einen Plan, wo wir hinwollen eigentlich? Ich muss sagen, es ist ja jetzt in Realität sehr viel Zeit. Guck mal, das ist der Testralraum. Hast du es gesehen? Das ist ein Testral, das ist ein Testral und das ist ein Testral. Ja, ja, und da reitet Foto der auch. Tod auf dem Testral. Der Tod auf dem Testral. Und der Mond schläft in der Ecke. Ja, friedlich. Okay. Okay, super. Oh, hier dampft es auch noch so lila, weil die hier denken. Eine Katze. Ich höre eine Katze. Oh ja, da, die muss noch gestreichelt werden, sonst zählt es ja nicht. Sonst zählt's ja nicht. Oh, die Handschuhe von Minou. Die sind auch ein Augenschmaus. Ein Genuss. Oh, was klebt hier in der Luft? Ein Dekarten, das sich selber mischt. Mhm. Und noch eine Katze. Das muss natürlich gestreichelt werden. Voll gut. Ich schreibe mir hier auf den Zettel Notizen. Die Schachfiguren... spielen wunderbar Schach. Okay, guck mal. Erstmal der weiße Bauer, die macht was. Boah, mit der Queen direkt macht er eine Bedrohung. Oh, warte mal. Das Pferd könnte. Schon Schachmatt? Ja, das war ja auch ein Bauern-Trottelschach. Das war ein Trottelschach. Jetzt möchte ich aber, dass ihr noch eine Runde spielt. Aber lass uns doch einfach eine Mission machen, vielleicht. Echt? Es ist besser, als hier dem Trottelschach zuzugucken. Ich glaube schon. Ich will nur gucken, ob sie nochmal den gleichen Move machen. Also, wieder hier. Das ist schon mal der erste Schritt zum Trottel-Move. Das ist wirklich eine seltsame... Das ist der zweite Schritt zum Trottel-Move. Das ist eine blödsinnige Eröffnung. Aber könnte man das nicht irgendwie noch verteidigen? Nein. Nee, ne? Nee. Och, Leute, nee. Das ist ja wirklich das Dümmste. Och, Leute, nee. Und das spielen sie hier 10-mal am Tag. Okay. Also, wir haben hier die Option, weißt du schon mehr? Mit Sophronia zu reden. Aber können wir nicht eine richtige Hauptmission machen? Ich will nicht mit den Leuten so viel reden. Du willst nie mit Leuten reden? Ich will die Missions machen. Ich will den Minou voranbringen. Ich möchte, dass er in seinem Skill-Level steigt. Willst du die Katze vielleicht streicheln? Und die Katze möchte ich streicheln. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was die Missionen so für uns bereithalten. Wir haben... Aufträge. Ah, ich glaube, Aufträge ist noch was anderes. Ah, nee, ich will nicht Aufträge. Weg von Aufträge. Nee, das war aber richtig. So. Also, wir können entweder ich will Sebastian... Aufträge. Entweder Sebastian im Feldcroft. Wir haben noch Aufgaben
Wir haben jede Menge Sidequests. Jede Menge Sidequests, die du alle nicht machen willst. Wir können hier Descendo lernen. Wir können Defindo lernen. Und wir können Wingardium Leviosa lernen. Wir können doch nicht Wingardium Leviosa? Die Hauptmission wäre Sebastian in Feldgrove treffen. Ja, komm, mach mal. Okay. Dann schauen wir uns direkt mal auf der Karte um. Oh, das ist weit. Das können wir fliegen. Da wird natürlich die Weltkarte geöffnet. Das ja, wir waren halt schon einen Großteil des Weges, ne? Oh, das ist sehr weit. Lass mal bis dahin apparieren und den Rest fliegen. Okay. Weil fliegen ist auch immer schön. Das stimmt. Ich freue mich auf den Besen. Ja. Oh, da ist schon wieder eine Seedequest. Seedequest. Aber du erlaubst mir ja nicht, ne? Wo denn? Na, da rechts. Ist ein Mensch, der angesprochen werden will. Noch immer wollen die Leute angesprochen werden. Man kann sie ja zumindest mal ansprechen und fragen, was sie denn will, die Atea. Ja, gut. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Wie ist der Entstand zu unserer Maske? Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Aber bald reicht es auch wieder mit der Maske. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Rätsel liegen mir nicht. Soll ich das sagen? Ja, komm. Ich fürchte, ich kann Rätsel nicht viel abgewinnen. Ah, verstehe. Aber vielleicht denken Sie anders, wenn ich Ihnen etwas mehr über die Gerüchte erzähle, die sich darum ranken. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Was ist passiert? Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ich sehe, was ich tun kann. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Okay. So, und jetzt können wir es ja auch ignorieren. Genau. Es war ja nur das Vasenmanöver, dass man potenziell die Chance hat. Oh. Hase. Kann man den Hasen streicheln? Ich sollte nach der Statue nee, sehen, will nicht. Oh, wir können ja jetzt auch Viecher fangen. Retten. Retten. Ja, wir könnten jetzt Leute retten. Tiere retten. Oh, die Steuerung habe ich wieder voll vergessen. Ah, da unten müssten wir die Vasengeschichte machen, aber die willst du nicht, ne? Nee, und da ist das Meer. Und hier ist irgendein Viech. Oh. Die will ich sowas von fangen. Retten. Retten. Ah. Jobberknoll. Warte mal, wie wechsle ich nochmal das Set? So, ne? Wo ist mein Retter-Move? Hier, ne? Die Tasche rettet. Ich will aber diesen schönen grünen fangen. Okay. Retten. Außer Rettungsreichweite. Der will da oben gar nicht gerettet werden. Ich erstmal muss den zweimal gerettet werden. Ich habe erstmal den dunkelblauen gerettet. Jawohl. Ganz ruhig. Jetzt will ich noch den schönen retten. Weil je seltener, desto mehr muss ich ihn retten. Genau. Komm doch her, du Schöner. Wo ist er hin? Der will ja gar nicht gerettet werden. Ah, der weiß nur nicht, was gut für ihn ist. Ja, der sitzt da ja... Das ist mir ja zu leicht. Na komm. Eingerettet. Super. Das glaubt Professor Howe nie. Da ist er! Wo? Der Schöne. Ach so. Das lässt doch schön sein. Ey, nee, den. Ey, den wollte ich nicht. Jetzt. Geschockt zum Retten. Gerettet? Gerettet! Yes. Jawohl. Okay, wir haben jetzt ziemlich viele von diesen Jobberknolls. Ist doch cool, die kriegen ein eigenes Gehege bei uns. Oh! Du hast einen gekillt, okay, sorry, Alter. Dann rette ich ihn auch noch. Oh, komm her zum Retten! Er will nicht. Ich hab's zu schlecht gemacht. Keiner will dir was tun. Kriegt vorher einen übelsten Fluch in die Fresse. Oh, jetzt habe ich ihn einmal schon gerettet. Jetzt muss er auch richtig gerettet werden.
Jawohl. Jawohl. Oh, der ist zu wild. Boah. Ah, dann nehme ich lieber den bunten da, den Kollegen. Oder? Der wollte nicht, der hier. Der wollte wirklich der will nicht. Einfach nicht. Ja, komm, dann. Doch, jetzt will er. Komm, lass dich doch retten. Ey, der will wirklich nicht. Der will nicht gerettet werden. Okay, ich meine, wenn er nicht will, dann will er nicht. Ja, dann sage ich den Wilderern aber genau Bescheid, wo er ist. Ja, ist ja seine Entscheidung. Dann will der halt nicht. Oh, fast wärst du ins Wasser reingestorben. Die kannst du reparieren? Ah ne, man kann drüber springen. Wie wäre eines Kobalt-Anhängers? Börbe de Börbe, die Bube, die Börbe, die. Beim Durchsuchen dieser da wirklich vorgehen. Ranrocks-Leute durchsuchen schon andere Gebiete. Dich an einen anderen Ort zu verlegen, würde nur unsere Anstrengung verlangsamen. Bleib auf deinem Posten, setze die Suche fort, sei wachsam. Du wirst informiert, sobald sich etwas ändert. Who is this? Okay, dann schwinge ich mich mal wieder gekonnt auf meinen Besen. Und fliege hier hoch. Sehr gut, guter Plan. Ich hoffe, wir finden noch andere Tiere. Oh, hier ist die Blockade. Das ist das, wo die Todesser in der Schlacht um Hogwarts, nee, im sechsten Teil einfach mal sinnlos reingeflogen sind, weißt du noch? Ja, ja, dich reingeklatscht. Oh, da hinten, das sieht ja aus wie ein Schloss, ein altes. Da dürfen wir wohl nicht hin? Boah, ich fliege die ganze Zeit an dieser Sperrzone entlang. Darf man da nicht mit dem Besen rein? Also ich meine, zu der Mission? Doch, da kommen wir hin, ne? Ja, okay. Ja, warum musste man dafür so einen dämlichen Bogen drum fliegen? Weil die wollten das jetzt nicht. Okay. Da hinten zu diesem Anwesen müssen wir wohl offensichtlich. Und da hinten sieht's aus, als gäbe es noch ein Rennen mit Besen. Mhm. Ein Besenrennen? Mir gefällt, ja, mir gefällt dieses Dorf ey, hier auch. Ey, das wollte ich dir noch erzählen. Ich habe ich erzählt, dass ich beim Leon zugeguckt habe, als der gespielt hat. Hab ich dir nicht erzählt, dass ich dem Leon vor lange zugeguckt habe beim Spielen? Nee, hast du mir nicht erzählt. Ja, ich habe ihm auf jeden Fall vor lange zugeguckt beim Spielen. Wem? Dem Leon? Dem Leon. Das hast du es mir erzählt. Ja, dem Mo Entertainment habe ich zugeguckt. Ja. Und der hat Besenrennen geflogen. Und der ärgert sich, wenn er einen von diesen Beschleunigungsdingern nicht trifft. Ja, ja, so wie und wir freuen uns, wenn wir die Ringe treffen. Der war sauer, als er so ein Ding nicht getroffen hat. Ja, sehr, ja, ist verständlich. Wir sind so schlecht in dem Rennen. Ja, das hat auch niemand auch bestritten. Ich war total baff, wie gut man dieses Besenfliege spielen kann. Naja, soll ich nur noch erzählen. Dann reden wir nochmal mit ihm. Schöne Aussicht. Stimmt, ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Oh! Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, der einen Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Das versuchen Komm, wir. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Ranrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Darf ich eigentlich auch Schafe befreien? Wir sind da. Nee, du kannst sie vielleicht verzaubern. Oh. Aberforth-Style. Guck mal, da sind ja böse Leute. Das sind nur Statuen. Das ist ja witzig. Die sind einfach nur zum Üben da. Übungspuppen. Ah ja, hier wird gelegentlich geübt. Geld. Ist geil, wenn der Gesprächspartner zwischendurch einfach mal weggeht, weil er irgendwo Geld findet. Ja. Ja, aber das ist halt mit Minu. Da ja, aber das wissen auch alle. Das Minu hat andere Prioritäten. Ja. Oh scheiße, ich hoffe, das ist jetzt nicht traurig. Oh nee. Warum? Aha. So traurig kann es ja nicht sein. Wo bist du? Ist das
was ich denke. Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Doch traurig. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Da passt das Outfit nicht so in so eine düstere Szene. Nino, da hättest du dir was... Hättest du mal die Maske abziehen können. Stilvolleres, also für den Anlass vielleicht. Die andere Maske. Ich brauche einen Moment. Das wirkte ein bisschen, als würde er die veralbern. Sebastian. Ja, mit seiner Maske. Der Dress sieht gerade auch ein bisschen aus, als würde er uns veralbern, oder? Warum ist das denn so grün und nicht mehr schwarz wie vorher? Was ist denn mit Sebastians Klamotten los? Warum hat er auf einmal einen Gehrock an? Aber nur vorne rum. Was ist das? Sebastian! Du hast es falsch rum angezogen. Sebastian! Mensch! Der, beim Pinkeln hat er halt komplett seinen Anzug ausgezogen. Der ist eigentlich und dann von Slytherin wieder an. Und er will eigentlich bei den Slytherins mal mitmachen, aber er ist natürlich ein Slytherin. Und deswegen. Mann, Sebastian! Ich weiß, du kannst mit Minou nicht mithalten, aber das sind schon drastische Maßnahmen, den jetzt falsch rum anzuziehen. Oh Mann! Was ist denn bei ihm los? Oh Mann, wie enttäuscht er auch wirkt. Von seinem Outfit? Wie enttäuscht er ist von seinem Outfit. Oh Mann, oh. Ich hatte mir das cooler vorgestellt. Oh, Sebastian. Okay. Oh Mann, in so einer traurigen Szene. Okay, reden wir erst mit dem hier. Hä? Der Junge kommt mit den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen, aber man kann nichts für sie tun. Ich glaube, wir bleiben bei es tut mir so leid, oder? Wir sind jetzt nicht so arrogant und sagen, es muss was geben. Ich konnte weder Schwester Blaney noch das St. Mungo Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Was sagen wir? Verstehe oder Hoffnung könnte gut sein? Ja, Hoffnung könnte schon immer gut sein, wenn man sie... Aber ich glaube, er sagt dann, bist du komplett deppert. Bist deppert. Soll man es sagen trotzdem? Ja. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist. Und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder. Besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun soll, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Kann ich ihn streicheln oder ihm Essen zuwerfen? Oder ihn? Hier aus meinem Topf. Kann ich ihm irgendwas anbieten? Hier aus meinem Topf? Kann er ihm vielleicht eine kleine Spende? Eine kleine Spende. Guten Tag. Eine kleine Spende für Minou. Eine kleine Spende. Ey, jetzt hat er sich wieder umgezogen. Na dann wenigstens. Sebastian. Komm, Sebastian. Na gut. Gehen wir mal rein zu Anne. Oh, ich hoffe, wir finden ihr gegen Heilung. Tut mir leid, vorhin. Mach doch nichts. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann.
Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. In Feldcroft? Bei den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Kannst du aber versuchen, oder? Oder hat er sich entschieden, dass Sebastian... Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Es wirkt halt immer ein bisschen albern, wenn man in so Situationen eine Maske anhat. Ja. Ich will ausruhen. Danke für den Besuch. Vielleicht muss der Minou sich doch mal die Maske vielleicht doch mal umtauschen. Okay. Weil ich habe Angst, dass die Leute denken, er will sie komplett verarschen. Will er ja nicht. Will er nicht. Deswegen, er muss wieder auf eine, braucht eine Brille. Die Maske können wir machen bei irgendeinem feierlichen Anlass. Ja, diese zum Beispiel. Ja. Okay, also die klassische Harry Potter Brille? Nee. Schon eine geile. Also die ist jetzt auch nicht so hundertprozentig ernsthaft, ne? Aber ich würde gerne diese unten links, diese getönte, finde ich ganz cool. Ja, die ist ja, die hatten wir halt auch schon lange, ne? Aber ja, gut. Ich hoffe, dass wir bald mal eine neue finden. Ja. Aber ich finde, mit der wirkt der einfach auch souverän. Ja, das ist klar. Gut, der wirkt sowieso souverän, aber... Ja. So, guck mal, jetzt ist es nicht mehr so, als würde er sich lustig machen. Oh, dürfte ich an ihre Schätze noch ran? Lieber. Hogwarts ist nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sharp. Schmarp. Steht die Kiste hinterm Haus? Ja. Hol die Kiste. Vielleicht ist da eine Brille drin. Dies wäre richtig geil. Denn dann kriegst du von der Kiste. Nein! Das kann doch gar nicht wahr sein. Warte, da vorne ist ein Shop, da gehen wir jetzt mal Sachen verkaufen. Ja. Ausrüstungsplätze. Das sind doch... Sind das Gegenstandsplätze? Er geht auch immer den einfachsten Weg. Freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Das ist doch kein Laden, Bernhard. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du möchte Ihnen Sachen verkaufen. Ja. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Oh! Wie sind Sie denn an das Fell eines Mondkalbs gekommen? Vom Retten. Haben Sie es gerettet und dann aus Versehen ist es in den Häcksler gefallen? Ja. So. Weg. Weg. Alles weg. Weg damit. Damit. Und fort. Weg mit Ihnen. 200! Tschüssikowski. Rein mit der Kohle. Der ist besser als den wir aktuell haben. Und fort. Tschüss. Nimmer wiedersehen. Bye bye. Der ist auch noch zu gut. Den kennen wir noch nicht. Ja. So, können wir mal eine geile Brille kaufen bei ihm? Oder? Nee, aber der hat ja nur diese. Der hat nur Felle. Tiere. Ja. So. Das ist ein Tierretter. Hier liegen ja überall Kisten rum. Dass die Leute ihr Zeug auch so unbewacht in Kisten legen, ja, an die wir so locker rankommen, das ist ja auch ein bisschen tölpelhaft, muss man schon dazu sagen. Das ist ja eine Riesenkiste. Geh mal rein da jetzt. Ich versuch's. Boah, die ist aber groß, du. Boah, das war bestimmt geil. Aber halt nicht in die Tinte. Ja, aber wir können es wieder nicht angucken. Das ist doch wieder nur Geld. Aha! Ach, haben wir doch schon, oder? Haben wir schon? Ja, die ist gleich, ne? Ja. Manno, ich will eine andere, neue, bessere Brille. Aber die ist besser. Ja, mach. Zeig mal. Also ich meine, Aussehen können wir auch wieder ändern, aber die ist auf jeden Fall stärker als diese hier. Lass ihm die ruhig mal an erstmal. Ja, ist ja auch okay, aber ich hätte gerne eine neue, stylische Brille. Ist das denn zu viel verlangt?
Dann gehen wir wieder zurück da hinten, weil die haben. Da ist auch noch eine Kiste. Ja, da müssen wir mal aalen. Oh, können wir das? Nee, scheiße. Stufe 2 aalen. Oh, scheiße. Da. Korkzieher. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Sorry, wir müssen ganz kurz noch looten. Dann kommen wir zu dir. Uiuiui. Hexerhut. Ja, noch bin ich mit dem Hut, bin ich noch zufrieden. Okay. Okay, Sebastian, jetzt habe ich Zeit für dich. Jetzt sind wir da. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Er versucht ja, das Richtige zu tun, auch wenn er ein unsympathischer Pessimist ist. Er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Okay. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Ja, Sebastian, erster Schritt war schon mal wieder die Kleidung richtig rum anzuziehen. Genau. Sie haben nach etwas gegraben. Vor allem nach so einer Szene hat er dann die Klamotten falsch rum an. Ja, ist ein bisschen unglückliches Timing gewesen. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Okay. Die Schweine. Die machen wir platt. Die machen wir sowas von platt, ich verspreche es dir. Die machen wir richtig platt jetzt. Ups. Mach schon mal hier einen Tracker. Ich wechsle schon mal auf ein Battle. Battle-Ding. Mach dich bereit. Verlangsame die Attentäter der an. Mach dich unsichtbar schon mal. Unsichtbar. Wie geht das nochmal? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie man kämpft. Dreieck ist auf jeden Fall ausweichen und X ist, glaube ich, wegrollen. Boah, Alter. Ich habe gar keinen Plan mehr. Oder Viereck ist wegrollen, ne? Langsamer einen Attentäter, wirf einen Gegner mit Depulse haben wir noch nicht, oder? Weiß ich nicht mehr. Wie geht der nochmal unsichtbar? Na, den haben wir in dem anderen. Hier. Ich werde leiser sein als. Ach, der ist ja ein Nachmacher. Ist doch gut. Wirf einen Gegner mit Depulso in einen anderen. Ist das unten Guck Depulso? Mal, wir könnten, wenn wir uns ranschleichen. Oh, der sieht mich schon fast. Alles klar hier, mein. Wir können aus dem Hinterhalt mit R1 agieren. Ja, aber R1 bleibt bestehen. Ich würde erstmal einen so wegmachen. Gucken Sie. Petrificus! So nämlich. Ja, das ist der Pulse, okay. Boah, das ist dieser Großwerde-Zwerg-Zauber. Boah, wie geht Judo-Rolle? Judo-Rolle. Du hast noch ein R1 auf jeden Fall. Boah, ich muss leider trinken. Ich bin tot! Du bist schon tot. Oh, darf ich nochmal probieren, oder? Ja, na klar. Nee, wir hören jetzt auf. Scheiße, okay. Okay, da hab ich auf den Deckel bekommen. Da war ich zu langsam auch mit den Potions. Da warst du zu langsam am Potion. So, ich mache aber trotzdem erstmal. Ups, wieder unsichtbar, weil genau. Das ist schon nicht schlecht. Und Depulso soll ich nutzen, um. Und konnte man nicht, wenn man irgendwo hinzaubert, kann man die doch dahin locken? Das haben wir doch gelernt in der einen Schleichmischung. Ja, stimmt schon. Dass der sich umdreht und dann kannst du von hinten ran. Aber ich kann mich auch an diesen hier zumindest noch so ran verleiben. Weil der ist ja weit von anderen. Der kriegt erstmal ein Petri rein. Wird eingesammelt, sein viel Geld. So, jetzt fragt er sich, was ist da denn passiert? Ja. Dann kommt er schön hierher. Genau. So mache ich die Missions am liebsten. Ja, aber ich will ja auch. Ich muss ja auch noch einen in den anderen rein depulsen. Pass auf, da kommen noch mehr, die kommen. So, und das hier ist doch einer, den ich gut mal schubsen kann. Wie denn schubsen? Warte. Jetzt. Wenigstens kann ich den noch mal betriffen. Hallo. Wir werden endlich einsammeln.
Gut, dass sie nicht merken, wie ihre Kumpel hier gerade auf den Sack kriegen. Aber den will ich depulsen, weil dann fliegt er auf seinen Kollegen. Ah, fuck. Oh je. Was habe ich jetzt gemacht? Vieles explodieren lassen. Oh, da oben ist der gefährliche Schießer. Ich werfe einfach mit allen Sachen auf die drauf, die ich hier finde. Jawohl. Jawohl, das sind Explosion-Fässer. Verlangsame einen brennenden Gegner. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn jetzt verlangsamt. Oh. Jetzt ist er vielleicht... Boah, wir geben denen schon ganz schön, ne? Also... Das war dein letzter Fehler. Kommandante! Okay, er ist biestig. Das ist so einer, der groß wird, ne? Glaube ich. Den muss ich erstmal depulsen. Oh. Oh, der hat Action drauf. Guck mal, was er kann. Oh, 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 oh. Und das sind seine... Okay, den habe ich einfach gegeben. Wow, Minu. Mach mal keine Flachs. War geil, dass Sebastian uns hilft. Oh, das ist ein Großwerde-Move. Den muss ich nämlich so bashen. Zack. Jetzt kriegt er Ärger. Jetzt kriegt er einen Blitz auf der Schnauze drauf. Und dann kommen da zwei neue Bros. Und 8 Geld. Mhm. Hinter dir. Ein frecher Angriff. Oh, das ist so fies. Gut, dass sie so lustig aber schreien. Ausweich. Oh boy, ich muss einen halten. Trank. Hab ich. Ich werde nicht ruhen. Wie die dann quietschen, wenn sie abkriegen. Dann quietschen sie auf einmal. Ja. Du wirst leiden. Eine Schiebermütze. Du wirst leiden, sagt einer noch. Das finde ich aber nicht nett. Okay, das war gut. Verlangsame brennende Gegner. Ich dachte, mit meinem Glacius habe ich das gemacht, aber irgendwie zählt's nicht. Okay, müssen wir noch einmal drin. Ich weiß ja nicht, ob ich das machen muss, damit irgendwann einer kommt. Das glaube ich auch nicht. Oh, 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 yes. Ja, ich glaube, das war's. Das war etwas mehr, als ich erwartet. Sehr gut. Ich wollte dich ja, das mit dem Verlangsamen lernen wir noch. Zu? Diese Anhänger. Ja, ich kann das aber nicht mehr. Da stimme ich zu. Ja, ja auch. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Sie würden grundlos töten. Oder sie wollten was verbergen. Ich sag, wir verbergen. Okay. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, so cool aus. Der ist einfach der Allercoolste, wie der Wind in seinem Umhang reingreift. In Schloss Rookwood. Liebe den. Sollen wir uns mal umsehen? Ja. Ja. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Können wir auch uns dahin bücken? Sie haben Stationen für alles. Also hier gibt's irgendwie Geheimnisse. Der sucht Style. Bisschen lustig ist es schon. Hier geht nochmal Revelio. Nach links. Okay. Oh, da ist was. Eine Spitzhacke. Untersuchst du sie und sammel das Geld ein. Überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen.
Da oben hat noch was geleuchtet. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Raelio. Ja, wo ist es denn? Rechts. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Oh, da hinten war auch noch was. Da liegt was und Geld oder so. Ja. Ja, ein bisschen Geld muss sein. Ein Euro. Da hinten ist was, was leuchtet. Ja. Da rennen wir mal schnell hin. Oh ja, untersuchen. Wer hat hier gewohnt? Ein Ofen. Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Revelio soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Seit Jahrhunderten hat man das so gelassen? Ein genauerer Blick auf das Haus selbst. Oh, da drin. Schatz. Yes, mega Powertrank. Sehr gut. Oh, ein Brunnen. Eine Bank. Da war auch noch was. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Ja. Ja. Nicht. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Ach doch, das war in einem Video, in dem Flashback, wo die Eude das gemacht hat. Ah, wo die, ja. Wait, da saß die vielleicht drauf. Wir können leider nicht sitzen. Da war das alles vertrocknet oder so? Ja, und dann hat es geregnet. Ne? Ja. So ähnlich, da kommen wir nicht durch. Drin auf jeden Fall auch noch was. Und Kuga. Revelio. Das da. Jetzt die Pictures. Sebastian! Hier drüben. Sebastian! Das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Oh ja. Könnte ja. Sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Für mich auch. Auch für mich. Für mich sieht es auch nach Vorsatz aus. Ich spreche mit Sebastian. Sebi! Wo bist du? Der ist drin. Der ist von mir vorbeigegangen. Sebastian! Dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Ja. Und du hast ein Denkmal wie beim Quidditch in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Weiß alles. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Nein. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen besitzen. Weil sie Quidditch-Hüter sind. Ja. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Und jetzt siehst du Erinnerungen, die Hüter hinterlassen haben? Ja, so ungefähr. Oh, ja, fasst doch nicht immer alles zusammen, was ich gesagt habe. Ein Professor, der vor hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Sebastian, bitte glaub uns einfach. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ja, aber wir sind. Ich mach nie Witze. Sehen wir nicht aus, wie ernstzunehmend? Wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Okay. Okay. Sieh dir das an. Revelio. Was sehe ich mir an? Jemand hat das hier mit Absicht aufgehoben. Oh, das kannst du wegschubsen. Ob das was blockiert? Mit dem Wegschubszauber. Der da raus. Unten ist, ne? Probier's mal. Jeba. Ah, eine Treppe. Oh. 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 Nebel. Immer nicht gut. Oh. Oh nee, ich will nicht, dass es gruselig wird. Das sieht aber ein bisschen nicht so aus. Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Guck mal, ob es was Interessantes Sie gibt. Das alles hier einfach liegen das, kann ich das mit Feuer wegmachen? Mach mal. Weil das eine Teufelsflamme ist? Mach mal eine Teufelsflamme. Oder liegt ein Brief rum, vielleicht sollten wir den nicht abfackeln. Die hat gar nicht Tagebuch, 7 von 2 von 7. Aber die Bibel, die Bube, die. Okay, so schnell könnte ich es natürlich nicht. Offenbar von Isadoras Reisen. Hier muss es doch einen Weg geben, um weiterzukommen. Nö. Da liegt noch eine Tagebuchseite. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn, sollte ihn aufbewahren. Ich glaube, hier ist etwas passiert, was man aus dem Tagebuch ausdringen. Wirklich? Nein, mach mal einen Depulso. Machen die ganze Bude kaputt von der Dedora oder wie? Das wirst du nicht glauben. Ich sehe es beide. Was? Ein Tagtraum? Oh nein. Das passiert mir nämlich auch. Ist mir wieder in den Gruselbereich. Sprich mal mit Sebastian. Sebi, wo bist?
Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst. Der unterbricht uns ständig. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich habe die seltene Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Ich weiß nicht, wie man was sieht, ich von an dir erwartet auch. Hatte, aber nicht das. Ich wusste, dass du mir nicht alles sagst. Alte Magie? Ja. Was heißt das überhaupt? Magie, die alt ist. Aber die Hüter sagten, dass es mächtige Magie ist, die nur von wenigen genutzt werden sollte. Und du gehörst dazu? Weiß ich nicht. Fake und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Soll das heißen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Das wollen wir herausfinden. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Oh nee, wir kommen lieber nicht. Los, rein in die Krypte. Ich will nicht. Betreten. Gehen sie schon. Ja, gar nicht. Immer müssen wir in die gruselige Krypta rein. Ja, ist ja auch so. Guck, gleich wieder Ritterrüstung. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da. Oh nee, da ist eine Schlange lang geflogen. Das ist doch nur ein Regal. Da war mal ein Bild. Oh krass, das ist das, was draußen ist, angebrannt. Nee, das ist ein Zeichen. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Gut Notiz. Erkannt. Schauen wir mal. Meint ihr, da fehlt was? Okay. Was hilfreich? Zeige Sebastian die Notiz. Guck mal, Sebastian. Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Mhm. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben. Die Kobolde sind auch ganz schön powerful. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das unterschätzt man. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Danke. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nee. Hast du nicht? Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung. Sehr witzig, wenn der Yalazar auch so eine geheime Sache hat. Ja, ja. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Mhm. Er ist ja auch ein Slizzy. Ich melde mich. Okay, ich melde mich. Ich schreibe dir eine WhatsApp. Ja. Okay, also okay. Gut, hier war ja jetzt gar sonst so gar gruselig. Nicht gruselig. Ich dachte, es wird gruselig. Wie gehe ich hier weg? Ja, bist gefangen. Ich appariere. Nee, kannst auch. Irgendwo raus. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Unterrichtsstunde Astronomy. Oh, that would be nice. Da haben wir aber noch ein Fragezeichen unterwegs vergessen in dem in der Hauptquest. Das wissen wir noch nicht. Ja. Aber wir können ja trotzdem erstmal Astronomy machen. Yes. Okay. Ah, wir sind sogar wieder in Hogwarts. Das ist ja crazy. Da müssen wir hin. Mhm. Das heißt, wir können uns... Da kannst du dich hin teleportieren. Hier hinwählen, ne? Ja, mach mal auswählen. Dann suchst du einen aus. Der. Der andere ist noch viel näher. Der. Ne, Astronomieturm, das ist eine Quest. Achso, den habe ich nicht gesehen. Reisen. Reisen. Ich komme nicht mehr hin.
Ich komm nicht mehr dahin. Ich lass dich in Ruhe selber im Rachhaus. Warte mal, ich muss mal wieder rausfinden. Das ist die Aufgabe. Ja, ich will ja eigentlich hier eher zum Tode. Ja. So. Und jetzt Auswähler und jetzt die Reisetaste. Ich hab mich verdrückt. Köstlich. Köstlich. So. Nee. Da bin ich gespannt, was wir jetzt lernen. Ah, hier müssen wir hin. Wo ist die Quest? Da warten. Das ist die Quest. Ich warte hier. Anfangen. Komm, die Mission machen wir noch. Oh, jetzt ist der Raum ja mal gefüllt. Der Drache. What? Wie aufregend, schätze ich. So einen Scheiß machen die da? Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Hä? Hey? Ich dachte, das wäre bei Wahrsagen. Ich dachte, das wäre die seriöse Wissenschaft. Meine Damen, Professor Schaar. Astronomie. Aha. Sie finden die sehr gut. In ihren Handflächen noch so. Im Boden von Teetassen. So. So. Leider. Das ist mein Astronomo-Momolo. Himmel verborgen. Wenn Sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen Sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Oh ja, bitte. Geil! Geil, ganz... Oh, wow. Sie haben noch keines? Nein. Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie... Wir sind gerade mal 3 Tage hier. Echt mal. Guck uns an. Oh, wie korrekt er ist. Ist ja auch ein Ravy. Lohnt's mal rein. Nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Streng. Aber sie hat recht. Das muss er lernen, der Minou. Erstmal ködern, ne? Fokussieren. Ja, noch mehr. Oh. Noch ein Stückele vielleicht? Ja, super. Ist schon fokussiert. Und ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts okay. Die Sterne beobachten. Mach ich gerne. Finde ich gut. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellen. Geil, das heißt, es gibt Altäre. Genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Oh, danke. Okay. Endlich langer Unterricht. Ja, viel zu lang die Stunde. Das heißt, wir haben jetzt einmal ich glaube, wir kennen scharf uns noch gestellt, nicht. Ne? Ich bin Amit. Ja, das war der Unterricht. Ich bin Astronomie-Experte. Hallo Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites. Du bist ja korrekt. Könnte. Danke, wie nett. Ja. Oder ich kann nein, es doch nicht Nein, danke, wie nett. Wir kaufen uns doch kein eigenes Teleskop. Aber vielleicht will er dann nur freundlich sagen, nein, das kann ist ich sehr doch nett nicht von machen. Dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Guck mal, wir fragen ja, und sagen es ja noch Es ist mein nicht. Altes. Okay. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Celestia Contemplor, na klar, das beste Teleskop. Beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Welches ist es? Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Danke, danke. Auf mich wartet unten. Amit ist korrekt, Alter. Ravenclaw Power. Noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop Raven. Mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Machen die so? Ja. Die Hufflepuff. Ducks Power. Die Schlangen machen Slytherin Power. Die Löwen machen Okay, cool. Ja, wunderbar hier. Was soll ich? Ich soll Arm jetzt sein Teleskop finden. Klauen. Nehmen. Befreien. Befreien. Retten. Du gehst den falschen Weg. Warum? Na, weil du den falschen Weg gehst halt. Wo ist denn der richtige Weg? Ja, da hier die Treppe runter. Ach, diese Treppe. Das ist, wo Harry gekauert hat. Da hat er gesagt, nein, Snape,
Tu es nicht. Mach das gar nicht. Und hier, wo ist der? Und ist der Dumbledore hier? Ist der so am Teleskop hängen geblieben? Und way, way, way. So glaube ich. Oder geht's noch eine Etage höher? Nee, könnte hier schon passiert sein. Oder geht's noch höher? Nee, das ist ganz oben. Haben wir, glaube ich, schon mal durchgespielt. Hier ist der dann so runtergefallen. Ploms. Und da unten hat für mich in meiner Vorstellung, hier hat der Harry gekauert. Hier unten. Hier betrifft. Total betrifft. Oh, da ist eine Truhe. Aber im Film war der... Film war der in so einem Aufwandgang. Genau. Und in echt lag der betrifft hier für mich rum. Hier. Ja. Hier lag der. Hier lag so der. So weit an der Treppe? Nee, noch nicht so. Außerdem ist da eine Tür im Buch. Kommt der aus einer Tür raus? Ja, aus der hier. Ja, aber das ist ja keine richtige Tür. Ja, aber dann später kommt noch eine. Klau jetzt mal das Geld. Zu luftig. Guck mal, hier ist ein Sandhaufen. Nee, ach, warum liegt denn da... Warum liegt da Stroh rum? Oh, kann man den schnell mal umziehen, dass er wieder die Maske auf hat? Ja, naja, komm, nehmen wir dann das könnten Geld wir den, dann könnte man den Gag natürlich adäquat hier durchziehen, weil hier liegt schon Stroh. Ja, aber warum hat Minou keine Maske auf? Ja, warum hat er keine Maske mehr auf? Das hier, die links war noch Geld. Sieht brandneu aus. Boah, hier liegt auch ein richtig teurer Besen. Fingerlose mahagonifarbene Handschuhe. Besser als Geld. Wo liegt die Kohle? Das dachte ich war Geld. Aber da ist so ein Becken. Oh. Oh. Mach mal ein Reveal. Drachenbecken. Reveal. Kannst du es anzünden? Vielleicht. In Zentrum. Ja, und dann kannst du den Zettel lesen. Jeppa. Und wir drehen die Globen. Findest du übrigens auch, der größte Benennungsfehler der Menschheit ist, Astrologie und Astronomie falsch zu benennen? Weil logisch wäre Logie. Genau, ja, weil bei allen anderen Sachen sagt man Logie. Jetzt soll ich aber hier runter. Geologie, Biologie. Ja. Und so weiter. Und hier falsch rum. Oh, tja. Ich habe das Teleskop. Weiß nicht, wer das verbockt hat. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Danke, Bro. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ja. Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Okay. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Okay. Und ich soll dir dabei helfen? Ja, soll ich dir dabei helfen? Und du brauchst also Hilfe beim Suchen. Ja, bist du dabei? Na ja, klar! Amit! Niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Klingt aufregend. Klingt ja wohl richtig aufregend. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Geil, wir machen was mit Amit. Ja. Let's fetz. Oh, wir sind direkt hin teleportiert. Cool. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Da links liegt Zeug und du ignorierst. Dann mal los. Wo? Es heißt, man Reveal? Der da ist ein Pilz. Den Pilz muss man einsammeln. Wer redet weiter und wir ignorieren ihn komplett? Weil wir lieber Pilze naschen wollen. Ja, mit den offenen Hopfeldingen. Wo sind wir denn hin, Amit? Na, zu einem Sternenguckerplatz. Schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Sie selber finden? Nö, einfach mal hinterher. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Auch cool, dass die Frau uns gesagt hat, wir sollen so nachts alleine raus, um uns Sterne anzugucken. Ja, klar. Das ist fast alles wie in Hogwarts dann. Ehrlich? Ich muss jetzt nicht vorpreschen. Warum führst du uns nicht an? Da links ist eine Kiste. Weil ich da nicht weiß, wo es lang geht, Amit. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Oder wegfetzen. Oh, sicher. Nur nicht so... ...erwartet hatte. Amit, kann ich dich was fragen? Mhm. Oh, natürlich. Gut, dass du für Amit antwortest. Wo ist dieses Altar? Oder warum faszinieren dich Sterne? Ja, komm, wir wollen was über Amit wissen. Oder? Ja. Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen. Aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Okay.
Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Ja, mir egal. Ja, komm. Komm, wo ist eigentlich habe ich, wo ist dieser, ich Alter, keine Fragen. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Er betont es auch noch so unangenehm. Achso, wir sollten gar nicht mit ihm interagieren. Wir sollten eigentlich hier lang gehen, durch die Türe dort. Wie ist denn nochmal, auf welchem Set ist denn unser... Lumos? Da ist er doch. Lumos. Lumos. Oh, er macht's auch, finde ich nett. Korrekt, dann durch diese Türe durchstolpern. Ist ja komplett Schatztruhe immerhin. Aber die Richtung sieht schon mal falsch aus. Egal, gehen wir durch die Spinnennetz. Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule an. Lumos. Lumos. Da hing einfach eine Mandoline rum. Oh, das ist ein Sternengucker-Place. Jeppa. Nutzer. Lasse dir den Vortritt. Das Sternbild, oh cool, du musst das alleinen. Erscheinen. Rotieren und richtig zoomen. Guck mal, der dicke Stern oben rechts ist ja wohl auch der leuchtende da. Genau, so ist schon mal von der Witzig, Form Witzig, dass her. Wir in der heutigen Aufnahme ja. genau darüber genau gesprochen darüber haben, wie dumm das ist. weil Leute würden jetzt sagen, ja, das ist doch offensichtlich der Labudu Knabus Löwensohn, der gerade dabei ist, einen Auftrag zu schreiben und zu verfassen über die spannende Geschichte aus dem März, wo im Jahre 1737 vor Christus jemand gelesen hat, dass es Leier gibt. Siehst du, das meine ich? Das ist doch keine Leier gewesen. Ja? Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind das ist so eine Lüge, die denken sich einfach das aus. Wie im Buch. Ich will auch dieser Ausdenke-Job haben. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Danke. Amit ist cool. Ich freue mich darauf. Danke, wir lieben Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Das finde ich schön. Warten nur darauf, von einem würdigen... Oh, Amit ist cool, ey. Guck mal, wie cool. Deswegen sind Ravenclaws also die coolsten. Klar von jemandem du bist ja jetzt ein bisschen parteiisch. Und was mein altes Teleskop angeht... Sebastian fandst du nicht so cool. Behalte es ruhig. Sebastian war ein Schlüssel. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, so. Weißt du? Es kommt vor allem auf die Kiel-Laute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Lockerer. Ja, aber auch Kehllaute. Ey, ich spreche auch Koboldkack. Hört sich so an, ja. Finde Astronomie-Altäre. Das finde ich schön. Schau mal auf den Astronomieturm. Schau mal auf den Astronomieturm. Wie auch der Amit das wollte gerade. So. Auf der anderen Seite ist der Astronomieturm. Das ist der Eulenturm. Ja, du guckst ja auch falsch. Da oben ist der Astronomieturm. Ja, okay. Und nu? Ja, war doch nur zum Schönhaben. Da siehst du das Riesenteleskop. Da sehe ich das ganze geile Hogwarts-Schloss. Ja. Wie steige ich nochmal schnell auf den Besen? L1 und dann Schießen-Taste. Und das im Sprung. Mach mal im Sprung. Schießen ist Kreis. Ja. Spring los. Und dann L1 und Schießen. Nochmal. Ja, und die Schießentaste. Yeah, elegant. War cool, oder? Yeah. Wir gucken ein bisschen. Wir waren noch nie in der Eulerei, ist dir das überhaupt bewusst? Bei Nacht. Wir steigen auf und fliegen herum. Kreis. Wir schauen uns Hogwarts an bei Nacht. Oh, hab ich das nicht schon so oft gemacht? Um den Schlaf gebracht. Hogwarts bei Nacht, du bist so schön, es ist vollbracht. Hogwarts bei Nacht, du hast mich um den Schlaf gebracht. Oh, mir fallen keine Reime auf Acht mehr. Hab Acht vor Hogwarts bei Nacht. Guckt euch an den See, guckt euch an den See, guckt euch an den See. Wie schön und Schnee gibt es auch hoffentlich bald. Es ist auch hier ein Wald. Und das Gewächshaus und das Gewächshaus und die Bootsstelle, da fliege ich hin ganz schnell. Und der See ist schön. Der See und der See. Und wir machen einen Wronski-Bluff. Wir machen einen Wronski-Bluff.
Und dann fliegen wir schon wieder weg. Hogwarts bei Nacht, du hast mich um den Schlaf gebracht. Hogwarts okay, ich glaube, wir können langsam landen. Ja. Gut. Das war Hogwarts bei Nacht. Das war Hogwarts bei Nacht, das neue Lied. Vom Gryffindor Gemeinschaftschor. Von Minu auch. Von Minu. Und wir fliegen nochmal kurz zum Eulenturm, oder? Ja, okay, dann schauen wir nochmal ganz kurz in den Eulenturm rein. Schauen wir mal wieder aus. Eulenturm bei Nacht. Du hast mich um den Schlaf gebracht. Das kann man ja zu jedem Ort sagen. Das kann man bei alles bei Nacht sagen, quasi. Ja. Gut, Vorsicht, du kannst auch langsamer fliegen, ne? Ja. Da ist der gute Punkt. Uiuiuiuiuiui. So, und hier kann man jetzt mal schön hier absteigen. Ah, ja. Du fliegst immer noch so schnell. Du fliegst so schnell. Warum fliegst du so schnell? Ganz ruhig. So, und jetzt können wir landen. So. Super, jetzt schauen wir mal hier schön rein, was die Eule uns zu bieten hat. Erstmal da eine Schatztruhe für Geld. Viel Eulen, AA. Oh ja, elegant. Elegant. Naja, ich meine, durch unseren Umhang sieht man halt immer so wenig, ne? Lumos. Guck, hier ist der Harry hoch und da oben hat Cho Chang ihn dann begrüßt. Angekackt, achso. Angekackt, genau. Die auch drauf. Ja, die hatten das so verabredet. Das war eine wilde Phase von Harry. Oh, das ist schon schön. So viele Eulen, die jetzt alle gestört werden bei ihrem Schlaf. Ui, hallo! Aber eigentlich sind die ja nachtaktiv. Guten Morgen. Guten Morgen. Gehen Sie doch jagen. Was ist denn mit Ihnen los? Ey, wir haben ein I, ist alles voller A, ne? Ja, aber es ist ja auch okay. Aber guck mal. Hedwig. Dreimal fünfmal, siebenmal. Hedwig. Guck mal, ist noch eine Leiter. Oh, da ist eine. Mach mal ein Reveal. Reveal. Dreh dich mal um. Nee, guck mal auf die... Mach nochmal ein Reveal. Kein Reveal für dich. Irgendwo erkennt er doch was, aber du guckst... Ja, da. Konsequent in die falsche Richtung. Die Eulen von Hogwarts. Okay, das drücken wir ganz schnell weg. Hier kannst du hoch. Wie denn? Also. Oh, geilo. Gut, dass wir das noch machen. So, hier schauen wir uns jetzt aber nochmal um. Da gehen wir nochmal im Kreis rum. Okay. So, weil das nenne ich hier mal einen Eulenturm. Das nenne ich aber nochmal einen Eulenturm. Den Ausblick auf Hogwarts. Hogwarts bei Nacht. Guck mal, kannst du hiermit irgendwas nochmal machen? Irgendwas kann man damit machen. Mach mal einen Wingi drauf. Ja. Und das kannst du einsammeln. Oh, guck doch mal Hogwarts bei Nacht. Das ist echt Hogwarts bei Nacht. Also wirklich, also ist das nicht schön? Ist das nicht Hogwarts bei Nacht? Sag doch mal ehrlich. Oh, die Eule landet direkt vor uns. Hallo, das ist doch cool, das ist doch hier, das ist doch... Errol. Nee, ja, aber in Jünger. Ja, ist ja auch. Also ich finde, das ist ein schöner Zeitpunkt, um uns in die Nacht zu verabschieden. Das ist Hogwarts bei Nacht. Ich würde gerne hier runterhüpfen, aber es geht nicht. Nee, fliegen kannst du aber. Wesen geht hier oben. Da ist ein Buch, was du atschen musst. Boah, wo ist ein Atschen? Da. Musst du noch ist Atze, welche Tatze? Nee, R2 und dann nach links. Oder ja. Oben. Nee, R2 mit den Pfeiltasten dann noch. Nee, falsch, rechts. Nee, links. Ah, wir haben es nicht mehr, du musst es neu zuordnen. Wie geht's? Loslassen. Und jetzt? Nee. Lass mich noch. Ich mach das. Okay, dann R2 loslassen. Ja. Pfeiltaste nach rechts. Dann Atze aussuchen. Ja, aber wohin wollen wir es machen? Mach mal auf Set rechts. Mach mal Set rechts. So, und dann machst du es statt halb Stopp. Statt halb Stopp. Das ist Accio. Ja. Nee, doch. Oder machst statt Verschwinde von Veränderungen. Ja. Also auf Schießen. Auf Schießen. R2, ja, genau. Okay, jetzt Accio die Seite sowas von in meine Fresse rein, wenn sie kommt. Da, das ist eine Eule. Fuck. Und Konfringo, du musst noch das Set wechseln. Ja, du willst dir die Eulen abfackeln. Nein, lass die an. Ja, ich wollte nur gucken, ob es. Ist das eine Schleiereule? Ja. Guck mal, das ist eine Eiereule. Ah ja. Die bringt nämlich morgens die Frühstücks-Eier. Was ist da denn mit? Ah! Ja, was?
Die bringt nämlich die Frühstückseier und deswegen ist das eine Eierweile. Eierweile. Ist doch klar. Das sieht aber gerade ein bisschen komisch aus, oder? Oh, kurz beim Morgengrauen. Mit dir habe ich keine Sorgen. Hogwarts beim Morgen. Bei Morgen, sagt man vor allem. Ja. Du bliebst mir so lang verborgen. Ich kann hier nicht genug. Ich kann hier nicht meinen Reiter rufen. Ich kann hier nicht meinen Reiter rufen. L2, L1 und jetzt einen Besen drücken. Jetzt geht's. So. Okay. Aber wir wollten ja eigentlich hier oben schön beenden. Ist doch hier schön, guck. Ja, okay. Ist doch schön. Man in der Luft speichern kann, aber gut. Ich will bei Luft speichern. Okay. Ich will Hogwarts im Hintergrund, so, und Minu auf dem Besen. Ich finde das ein schönes Bild. Finde ich fair, finde ich fair. Mach uns doch mal hier richtig schön rein. In dieses tolle Setup. Innen groß. Ich bin groß. Reicht dir das? Nee. Mach auch wieder meine abgeschnittenen Ränder weg. Du bist einer. Ja, sauer. Danke. Hallo. Da sind wir. Hier. Und sagen tschüss. Wir freuen uns auf die nächste Folge vom Hüttizock. Wenn wir wieder sagen, hier ist Hüttizock. Bis dahin viel Spaß und Freude. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.